Ihr habt euch über die Stadt Yol'Gurmak informiert, so gut es geht. Gebete wurden gesprochen, Inventar eingekauft, sodass ihr jetzt soweit seid, aufzubrechen. Nachdem ihr gestern den Rest eurer Kleidung gekauft, Heiltränke und Zaubertränke aufgefrischt habt, könnt ihr euch jetzt vor dem Pentagon-Tempel treffen. 29.04. und dann beginnt ihr. So, ich bin bereit, sagt immer, der steht. Ich hatte schon überlegt, vielleicht sollten wir noch, also ich glaube, ihr solltet mich besser alle Abdulon ab jetzt nennen. Abdulon. Ja. Ist es für alle okay? Woher kommt dieser Name? Aus meinem Kopf. Wie schreibt man denn? So wie man spricht. Abdulon oder? Ja, Abdulon. Mit einem oder mit zwei L? Das ist dir überlassen. Tu einfach so, als wenn du den Namen nicht ausschreiben könntest. Natürlich, Wie natürlich. schreibt man überhaupt? Glaube nicht, dass das jetzt der Punkt ist. Du hast mir doch Schreiben beigebracht. Ah, war nur ein Witz. Ah, aber man kann. Ich überlege mir auch nochmal einen Spitznamen. Aber wahrscheinlich eher einen, der für die schwarzen Lande angebracht ist. Und falls es darauf ankommen sollte, solltet ihr mich vielleicht Irodin von Dunkelstein nennen. Aber mit Herr Ritter werden wir den größten Teil der Zeit vermutlich gut durchkommen. Iro, wer von wo? Wenn ihr jetzt alle neuen Namen habt, dann müsstet ihr mir aber einmal aufschreiben, sonst kann ich mir das alles nicht merken. Ich glaube, das ist sehr auffällig. Und dann jedes Mal, wenn wir in den schwarzen Landen unterwegs sind, deine Liste rausholst. Und wir werden auf der Reise alle genug Zeit haben, uns damit auseinanderzusetzen, nicht wahr? Nun gut, lasst uns aufbrechen. Der Tag ist angebrochen. Wir sollten möglichst schnell, glaube ich, Richtung Balihu kommen. Je weniger Zeit wir hier verschwenden, desto mehr haben wir, um rechtzeitig zum Turnier in Yol'Gurmak zu sein. Also Isil, ja, Isilja. Isilja existiert nicht mehr. Hört auf, diese Abscheulichkeit, die sie jetzt dort hingestellt haben, so zu nennen. Aber wir laufen jetzt nach Norden über dieses Wehrheim, was auf der Karte war, oder? Richtig, Oder wollten wir dort die Richtung Talf, weil wir dort das Geld schon bekommen können, Abstecher machen? das wäre zu weit, schätze ich. Also mindestens eine Woche, vielleicht länger. Stimmt, aber wir könnten einige Münzen umtauschen, aber ja. Hat Angebrochen uns keine gegeben? Mit mir nicht vorher. Ja, mir auch nicht. Dir denn? Du scheinst Ja, auch dich doch gut nicht. zu kennen. Was soll er geholt haben? Münzen. Münzen. Die können wir in Galles umtauschen. Wir kommen aber nicht in Galles vorbei. Aber vielleicht sollten wir in Galles vorbeigehen, um da Münzen umzutauschen. Ansonsten Wie? müsste man das an der Zollstation machen. Wie wollen wir eigentlich reisen? Wollen wir zu Fuß Richtung Wehrheim wandern oder nehmen wir eine Kutsche? Könnt ihr euch denn eine Kutsche leisten? Es besteht doch bestimmt ein regelmäßiger Verkehr von Garden nach Wehrheim. Ein Kutschverkehr. Also ich werde bestimmt nicht mit meinen Eseln irgendwie eine Kutsche nehmen. Kann mir auch schwierig. Dann werden wir wohl marschieren müssen. Nun gut. Lass uns aufbrechen. Okay. Habt ihr schon irgendwie was zu essen gekauft oder sind auf dem Weg genug Gasthäuser? Bis nach Wehrheim. Wenn wir Glück haben, auch bis nach Balio werden wir wohl durchkommen. Ich dachte auch, dass wir da oben in Balio, wenn wir dort nochmal, vor Balio kommt da noch ein kleines Örtchen, glaube ich. Bestimmt, dann werden wir dort nochmal Nahrungsmittel kaufen, bevor wir da zu diesem Sichelstieg gehen. Vernünftig. Und die ein oder andere Notration kann durchaus helfen. Man weiß ja nie. Man greift einmal in seinen Rucksack und holt ein paar Walnüsse raus. Ich nehme Essen für 3 Tage jetzt mit, aus Vorsichtsgründen. Ich habe auch ein wenig in den Satteltaschen drin. Nur falls wir irgendwann mal vor verschlossenen Türen stehen sollten. Ihr habt recht, ich kaufe mir auch nochmal eben was zu essen. Da vorne müsste es, glaube ich, einen Metzger geben, oder? Nun gut. Seht zu, und dann wollen wir aufbrechen. Gut, damit werden dann die letzten Vorbereitungen noch getroffen. Schaut, ob man alles hat. Dann geht es durch das Nordtor hinaus. Durch das Nordtor. Das Jetzt die Wehrheimer. Frage, was sie alles mitnehmen. Denn das kann ja durchaus wichtig sein. Ich vermute, Abel mir wird alles mitgenommen haben, weil er sich noch keine Bleibe in Garak gesucht hat. Wie sieht das mit Ragnar aus? Ich nehme größtenteils die sinnvollen Sachen, die ich habe, mit. Was heißt das? Das heißt, dass ich zum Beispiel mitnehme das meisterliche Kettenhemd. Soll ich jetzt einfach alles aufziehen, was ich mitnehme? Ich möchte wissen, ob du dein Kanu mitschleifst, oder. Natürlich nehme ich meine Meisterkonstruktion, das Kanu, mit. Okay.
Ihr seht übrigens alle, dass ich ein Kanu mit mir mitführe, welches Räder hat und welches ja so eine Art Mast hat, der sehr behelfsmäßig irgendwie an das Kanu befestigt worden ist und man dort tatsächlich eine Art Segel vermuten kann. Allerdings das heißt, ist das. Du wirst erst einmal wieder zurückkehren nach Mylas Grund, die dort ein Kanu abholen. Klar. Und, also mein Esel hätte ich auch noch abholen. Draußen bei Wallgraben können sie sich dann sammeln, während sie darauf Ragnar warten. Kann dann da der Zwerg oder die Zwerge können sich dann in Wallgraben noch eine Pferdebrust oder sowas holen. Weil da auch der große Pferdemarkt ist, der Tobi. Ich würde mir anschließend auch so Hartwurst und Hartkäse besorgen. Hm? Für 3 Tage. Ja, während ihr dann draußen am Viehmarkt wartet, wo allerhand los ist, auch zu dieser frühen Tageszeit schon, verschiedene Tiere, die hier herumgeführt werden, könnt ihr wohl auch erkennen, wie einige andere Leute hier gerade noch stehen und wohl noch auf etwas zu warten scheinen. Es handelt sich dabei um 4 offensichtlich Ritter, die hier ihre Pferde am Zügel führen und sich noch gerade kurz unterhalten. Wenn ihr dann eben, ja, wie gesagt, dort wartet, weil Ragnar mit seinem Kanu noch nachkommen müsst, könnt ihr wohl verstehen, wie sie sich über einen Jalan Schnatter oder so etwas unterhalten. Ich möchte doch mal an die heranreiten. Sitzen die auf ihren Pferden oder stehen die? Die stehen neben ihren Pferden und haben sie eben beide an den Zügeln oder allesamt an den Zügeln, genau. Dann sitze ich ab und gehe einfach mal auf die zu. Klappt das Visier hoch? Habe ich überhaupt einen Helm auf? Vermutlich nicht. Wir sind erstmal. Die Zwölfe zum Große! Die Zwölfe. Oh! Ihr seid es? Wir haben uns gerade. Wo man von euch spricht, da taucht ihr auf. Hätten wir früher schon mal probieren müssen. Ihr seid es nicht wirklich, oder? Ja, ich kam nicht umhin zu bemerken, dass ihr meinen Namen aussprach. Ich darf mich vorstellen. Ich bin der Ritter von Quastenbräuch. Das sind meine Begleiter von Fremelshof, von Tobelmoor und von Drachenzwing. Das ist Jalan Schnattermund vom Greifenmoor. Greifenmund vom Schnattermoor, bitte. Ja, wir haben eure Geschichten gelesen. Stimmt ihr, dass ihr mit einem Drachen gekämpft habt? Mit bloßen Händen? Nicht ganz. Und natürlich nicht alleine. Ich hatte tatkräftige Unterstützung. Man hört so einiges über euch. Ich habe vor kurzem erst von eurer, mittlerweile ist sie wohl Ritterin, aber vor kurzem habe ich von eurer Knappin einige Sachen gehört. Also, wirklich? Ich habe mit ihr gesprochen, ja. Vor kurzem erst. Wo war das denn? Das war noch in Tobriat. Sie hat sich wohl wieder dorthin gelassen. Ich glaube, sie ist jetzt in Pereine Pforten, zumindest wollte sie dahin. Und, ich wollte jetzt gerade wieder dort aufbrechen. Zusammen mit meinen anderen Gefährten. Ihr sollt auf den Weg nach Tobrien. Welchen Weg denkt ihr zu nehmen? Über den Sichelstieg. Was für ein Zufall. Wir sind auf demselben Weg in dieselbe Richtung auf dem Weg. Ihr wollt auch nach Tobrien, mein Herr? Wollt ihr uns Das ist recht. Ja. Natürlich. Wäre mir noch eine Ehre, euch auf diesem Weg begleiten zu können. Das ist gut, dann könnt ihr uns sicherlich viele von euren Heldentaten aus erster Quelle erzählen. Einige. Mir wurde erzählt, dass ihr in einem Heer von Trollen gedient habt. Es waren 2. Aber ihr solltet mit meinem Begleiter Ragnar hier reden. Er hat eine sehr große Zahl an Geschichten, nicht nur über mich auf Lager. Also während du dich so ein bisschen nach hinten umguckst, kannst du so quietschen hören und rattern. Und dann kommt über diesen schottrigen Weg Ragnar eine Bohnenstange mit einem großen Kanu hinter sich. Die Segel noch eingefahren, viel zu schwer beladen, kommt er da gerade angerollt. Okay. Und wer ist das? Er schreibt für den Boten. Er hat mich eine Weile auf meiner Reise begleitet und einige dieser Geschichten festgehalten. Noch nie von ihm gehört. Und die anderen von euren Begleitern? Eine sehr bunte Truppe. Aber ihr wisst ja, manchmal kann man sich seine Begleiter nicht unbedingt aussuchen. 2 Magier, 2 Zwerge und 2, nennen wir es Kundschafter. Kundschafter. So. Und ihr wollt auch nach Pereine Pforten oder wollt ihr wieder zurück in eure Heimat? Wir werden in die schwarzen Lande reisen. Wie schwarz darf es denn sein?
Wollt ihr bei Wehrheim uns verlassen? Also bis gegen Rassas so aufnehmen, oder? Nicht gar so sehr. Wir werden die Sichel überqueren und von dort aus unseren Weg gen Süden schlagen. Also Yol'Gurmak. Aha. Gut, lasst mich euch doch einmal kurz den Geschichtenerzähler vorstellen und dann denke ich, wir können abreisen. Ragnar, komm mal hier rüber! Sofort, werter Herr von Dunkelstein. Und Ragnar macht noch kurz ein paar Sachen fertig und kommt dann rüber. Herr Ritter, ihr wünscht? Ist es immer noch Schnattermoor? Schnattermoor, ach so. Ja, natürlich. Das ist jetzt deine Wohlgeboren von Quastenbräuch und seinen drei Begleiter. Die haben ihnen erzählt, dass du einige Geschichten auf Lager hast, die sie vielleicht interessieren möchten. Wir werden ein Stück mit ihnen reisen. Ja, Ragnar verbeugt sich einmal sehr tief vor diesen Leuten. Es ist mir eine Ehre, mit euch reisen zu dürfen, werte wohlgeborene Herren. Ja, okay. Nicken sie dir zu. Nun gut, wollen wir uns dann auf den Weg machen? So sei es. Nachdem ihr das Werheimer Tor und dann den Ring von Gareth aus Vorstädten passiert habt, liegt vor euch die dicht besiedelte Kaisermark mit ihren Feldern, Schlössern, Teichen und den reichen Höfen. Weiße Schäfchenwolken, die euch über den ganzen Himmel verteilt begleiten. Normalerweise im Sommer könnte man hier erkennen, wie grüne Weiden oder gelbe Felder von Raps hier stehen, Sonnenblumen, weiße Bauschen. Jetzt hier im Winter taucht die Prajoscheibe das ganze Land in Weiß. Glitzernder Schnee, der euch begrüßt. Und während ihr entlang zieht mit euren Pferden, die neben euch hergehen oder ihr euch tatsächlich dann auch draufgesetzt habt oder zumindest dann der hohe Herr von Schnattermoor, keine der Strecken ist so belebt wie die Kaiserstraße 2 zwischen Wehrheim und Gareth. Fuhrwerke, Soldaten, Botenreiter, Kutschen, Pilger zur Stadt des Lichts, die euch dann entgegenkommen, Weiden, Rinderherden, die ebenso die Hauptstadt getrieben werden, auf dem Weg zu den Garetha Metzgern, wo dann die Zwerge ihre Würste herbekommen haben. Ja, die Route ist ungefähr 1500 Jahre alt und wurde wohl das erste Mal wirklich benutzt von ein paar Helden, die ausgezogen sind, um zunächst Wehrheim zu gründen, später dann von da aus die Reise fortgesetzt, um Balio zu gründen. Da erzählt man sich wohl von Isegrain auf dem Weg, einer der ersten Ritter, die berufen worden sind. Auch gerade die anderen vier Ritter wissen natürlich um die Geschichte von Isegrain, Major und auch Minor, die sie dann dort erzählen und von weiteren Offizieren, die dabei waren. Nach fast jeder Meile findet ihr einen Unterstand, ein Brunnenhaus oder ein Gasthaus, eine Pferdestation, eine Burg, zahlreiche Siedlungen, die hier überall neben euch herum liegen, größere Orte, die ihr bemerken könnt, Alvarans Tor, Kronling, Natzung, Pulet, Kaiserhain und Perz. Nur gelegentlich schließen Reste des garetischen Forstes die Straße ein. Also hier noch viele, viele Leute, die euch begleiten und so ist hier noch relativ viel Betrieb. Habt ihr irgendwas vor? Wollt ihr irgendetwas auf der Reise tun? Irgendwie euren Namen noch einmal austauschen, eure Geschichten, während ihr auf der Reise seid? Die Ritter selber werden euch wohl erzählen, dass die Reise von Gareth nach Wehrheim 123 Meilen beträgt und mit einer Reisegeschwindigkeit von 30 Meilen pro Tag auf der Reichsstraße werdet ihr wohl 4 Tage brauchen. Ich werde vermutlich mit den Rittern einige Geschichten aus der Heimat austauschen, von ihnen erzählen lassen, wenn sie öfter mal dort sind, wie denn im Norden der Kampf gegen die Schwarzen Lande so läuft. Im Gegenzug ein paar Geschichten aus der Blutigen See und vor allem, glaube ich, aus Festum oben auf Lager haben. Aus Festum? Okay. Ist ja auch schon fast die Heimat, passt schon Torbrien. Wobei der Ritter von Drachenzwing natürlich dann eher aus dem Bornland kommt, aber auch er sieht es als seine Pflicht an, dass er hier über die Drachensteine hinweg kämpft. Was haben die anderen vor? Immer will ich versuchen, von ihm zurückzuhalten. Er ist nämlich nur ein einfacher Diener, zumindest gibt er sich immer so in der Nähe der hohen Herrschaften.
Packner würde gerne mit den anderen kommunizieren, dass sein Name in der Schwarzen Landen Ranga ist, wie die Ahnseeschlange, die gegen Svafnir kämpft. Sollten wir den Namen nicht jetzt schon benutzen, dann gewinnen wir uns schneller dran. Ich dachte, es hätte schon angefangen. Allerdings sagt Jalan zu mir, er möchte nicht mit Herr von Dunkelstein angesprochen werden. Wir werden dies wohl kaum vor der Hohen Gesellschaft tun. Das wäre unhöflich. Das Herr von Dunkelstein wird mir auch ab und zu rausrutschen. Also, ihr müsst mir alle gleich nochmal eure Namen dann neu sagen, weil ich bin hier verwirrt. Ich schreibe es wieder auf. Sie können noch lesen, oder, Herzberg? Ah, naja, was schreiben Sie denn in vernünftiger Schrift oder in dieser komischen Krickelschrift von Ihnen da? In vernünftiger Zeichen. Ja, Krickelschrift. Ja gut. Es geht. Bekomme ich bitte von euch allen einmal eine Tierkundeprobe. Protokoll möchte ich im Ring angemerkt haben, dass ich, wenn die Zeit ist, mich abends 2 Stunden mit dem Pferd befassen möchte. Ich vermute mal, es geht nicht um Drachen. Möchte ich übrigens auch angemerkt haben. Ja, was Jalan da gerade angemerkt hat. Dass du dich mit deinen Eseln beschäftigen möchtest. Genau. Also beziehungsweise mit einem von beiden. Mit einem von beiden, okay. Also ich nehme an, 2 Stunden am Abend werden wir hinkriegen. Ja. Was euch am Vortag, also noch bevor ihr das erste Mal rastet, auffällt, ist, ihr seid ungefähr einen halben Tag marschiert. Da könnt ihr erkennen, naja, das. Es ist zwar Winter, aber einige Vögel fallen vom Himmel. Einfach so. Ist da so etwas normal hier in euren Landen? Geht denn da vor sich? Ich schnüffel mal in der Luft. Riecht's irgendwie anders, oder? Du kannst gerne mal eine Sinnesschärfeprobe auf Geruch ablegen. Ich würde mir ganz gerne mal so einen Vogel ansehen. Ja, ich möchte mal schauen, ob es hier noch andere Vögel gibt. Licht direkt über der Reichsstraße abgestürzt. Wir wechseln gerade mal die Karte, falls ihr es noch nicht getan habt. Und was ihr dann erkennen könnt, ist, naja, die Vögel liegen so ein bisschen abseits an den Feldern, auf den Feldern, die von Schnee umrahmt sind. Um, ja, wenn ihr die Helden, die Vögel einmal aufhebt, betrachtet, ist wohl der Kopf eingedrückt, komplett zermatscht, das kleine Köpfchen einfach völlig zersplittert und dann vom Himmel runtergefallen. Das könnte natürlich auch durch den Sturz passiert sein, aber so plötzlich, es sieht fast so aus, als wären sie gegen eine Scheibe geflogen. Magister, seht euch das mal an. Ob die jetzt Magie im Spiel? Welchen Magister meinst du jetzt? Ich? Der mir am nächsten steht, also fühlt sich angesprochen, wer will. Also so etwas ist mir wahrlich noch nie begegnet. Vögel, die einfach vom Himmel fallen und... Nun, ich denke nicht, dass es eine Krankheit ist, ansonsten hätten wir von so etwas schon mal gehört. Und die sehen aus, als hätte man ihnen den Schädel eingeschlagen. Seltsam. Lass uns noch einige Vögel anschauen und fasst sie besser nicht an, wer weiß. Wenn alle solchen eingeschlagenen Schädel haben, dann sollte es weiß genug sein. Wer von euch hat Ackerbau? Ich. Dann würfel doch mal. Das wird nix. Leider nicht. Möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben? Ich habe keinen Schicksalspunkt. Ja, gut. Hat das mit den Vögeln denn aufgehört oder geht das weiter? Also sind da jetzt ein paar Vögel runtergefallen oder fallen immer noch Vögel vor uns, hinter uns herunter? Also das sind so vereinzelt Vögel, die dann das ein oder andere Mal runterfallen. Das ist euch jetzt erstens nicht aufgefallen, irgendein schwarzer Punkt, der runtergefallen ist, aber dann war das irgendwie der 4., dann der 5., seid ihr dann beim 5. Vogel seid ihr auch mal auf das Feld marschiert und habt euch das mal näher angesehen. Riecht es denn anders oder... Nee, es riecht nach winterlichem Schnee, frisch. Du kannst hier nichts von Schwefel oder von irgendwelchen anderen Ammoniak oder so etwas, kannst du nichts riechen. Also kein niederhöllischer Gestank und nichts, was irgendwie die Vögel jetzt verpestet und ihre Sinnesorgane zerstört oder so. Haben alle Vögel einen eingedrückten Kopf, als wären sie irgendwo gegengeflogen? Deine Tierkundeprobe...
Ja, die sehen ziemlich demoliert aus, die Schädel. Einigen sind auch die Flügel noch zusätzlich gebrochen. Die sind wohl also mit richtig Schmackes gegen irgendwas gegengeflogen. Wie sind sie angeordnet? Sind sie einfach zufällig irgendwo runtergeflogen oder kann man irgendwie sehen, ob sie gegen eine große Wand in einer Reihe geflogen sind? Vollkommen zufällig. Vollkommen zufällig. Es ist ja fast so als... Also ich sehe da oben keine Wand. Also ich sehe da oben vermutlich keine Wand, die da in der Luft schwebt, richtig? Nö, nur ein paar Schäfchenwolken, die da langsam hin und her treiben. Hätte auch Hagel sein können, sieht aber nicht danach aus, würde ich sagen. Vielleicht sind sie zu hoch geflogen und gegen eine Wolke geknallt. Das könnte sein. Möglich. Nein, sowas ist, denke ich, nicht möglich. Mir fallen mindestens 4 Zauber ein, die einen solchen Effekt haben könnten. Wir haben bei uns fünf Fledermäuse. Warum sollte denn jemand sowas zaubern? Ich meine, Vögel kann man doch einfacher jagen. Vor allen Dingen sammelt er sie gar nicht auf. Ich guck mich mal um, sehe ich einen Magier, der irgendwas aufsammelt. Ja, bisher noch niemand. Also hier ist niemand auf Jagd. Ja gut, du kannst jetzt erkennen, wie auch so 2-3 Kinder auf das Feld rennen neben euch. Das ist wohl ein weiterer Vogel gerade abgestürzt und dann gucken sich den erst an, pieken mit dem Stock gegen und sammeln den dann auf, lachen so ein bisschen und ärgern sich ein bisschen damit, halten sich das gegenseitig ins Gesicht oder schmieren dann mit dem Vogelblut irgendwie rum. Vielleicht landet der auch irgendwie abends auf dem Herd, weiß man nicht genau. Ich gehe mal zum Abelmeer, nehme ihn ein bisschen beiseite und spreche leise zu ihm. Ich fürchte fast, wir werden entweder beobachtet oder verfolgt. Das ist keine einfache arkane Wand in der Luft. Es könnte ein unsichtbarer Gegner sein. Das wäre möglich. Wir sollten unauffällig... Überhaupt sich mal auch zum Vogel. Unauffällig vielleicht ein Oculus wirken. Die kann man doch noch essen. Das denke ich auch. Sollte man. Die Magister meinten, dass die wohl magisch sein könnten. Sollte man da wirklich dran rumknabbern? Nein. Vogel schmeckt auch eh nicht. Vor allem nicht so kleine. Ja, das stimmt, wenn man die Knochen nicht rausnimmt vorher, dann hat man sehr viel zu knabbern. Ohne wirklich Fleisch zu essen. Aber in der Suppe sind sie ganz lecker, wenn man sie einfach zerkocht. Genau. Könnt ihr denn kochen, werter Zwerg? Also ich sah mich immer eher im Talent des Essens, nicht des Kochens. Aber ich habe ein Grundverständnis. Aber vielleicht solltet ihr mal meine Kost bewerten. Vielleicht kann ich ja beim Selander anfangen. Haltet euch für so gut? Ja, das weiß ich ja nicht. Das muss ja jemand, der gut Essen bewerten kann, herausfinden. Wenn ihr so gut kochen könnt, dann stelle ich mich gerne zur Verfügung. Und nicke ganz eifrig. Ich würde mir dann einfach mal so 1-2 von diesen Vögeln einstecken. Ich denke nicht, ein kompletter Oculus wird nötig sein. Ein einfacher Odem wird uns zeigen, ob etwas Magisches im Spiel ist. Gut, probier das einmal aus. Was für eine Variante schlagt ihr vor? Eine Rundumsicht? Ja, eine Rundumsicht könnte gut sein. Wir wissen nicht genau, wo der Ursprung des Ganzen ist. Und es könnte sich bewegen. Wollt ihr es tun, oder... Brauch einmal die Modifikation, was ihr alles wirken wollt. Und dann du. Den Boden würfeln. Vor allem sollte der Meister sagen, auf wie viel Meter Reichweite der Zauber euch ermöglicht, magisch zu sehen. Na, normalerweise 7 Meter. Deswegen will ich jetzt die Modifikation von euch haben. Der Sichtbereich und Sicht links hier verändern die Reichweite nicht. Umgebung ist plus 7. Ja, aber die verändern die Reichweite. Aber Umgebung verändert auch nicht die Reichweite. Und 7 Schritt sind vielleicht nicht genug. Aber er kann sich schon bewegen. Ja, aber er kann ja nicht 3 Meter hochspringen, um dann 10 Meter in die Luft zu gucken. Nehmen wir an, dass die Vögel irgendwas in der Luft ausgeschaltet hat. Und wie hoch sind die denn gefallen? Konnten wir das beobachten? Oder konnten wir generell beobachten, wie sie fallen? Oder haben wir das erst gesehen, als sie dann flupp runterkamen? Auf normaler Flughöhe von einem Vogel. Wo fliegt denn der? Das kommt eben drauf an, ungefähr so 20 Meter? 15? Kommt auf den Vogel an. Also Schwalben bei Gewitter fliegen natürlich tiefer. Und naja, wenn irgendwie kein Sturm oder sowas ist und aktuell ist
das Wetter relativ... Es ist zwar kalt und es liegt Schnee, aber es fällt kein neuer. Ungefähr 20 Meter. Ich fürchte fast, zu viele Modifikationen werden zu teuer. Ihr seid so Bockwurst-Magier. Ja, während die Magier sich da rumstehen, schaue ich mal Ömon Ragnar an. Ragnar, ich werde ja nicht unhöflich sein, aber was hast du da überhaupt dabei? Was ist das? Was ist da hinter dir her? Ihr seid doch so ein Zwerg. Ihr kennt doch euch doch mit famosen Konstruktionen aus, oder? Ja, dann müsstet ihr das mal für mich bewerten. Wie gut das gelungen ist. Nun, also was das dort ist, das ist ein Boot. Und ich deute mal aufs Kanu. Drinne ist ein Segel. Na, mit dem Booten kennt ihr euch nicht so gut aus, aber auf jeden Fall habe ich hier unten dann ein Gestell drunter gebaut, damit ich mich damit fortbewegen kann. Und warum ist dein Boot denn so klein? Das ist doch total unsicher. Du musst doch, wenn, dann ein großes Boot bauen. Sag mal, Torgosch, was machen wir denn jetzt noch hier? Wenn unsere Magier unfähig sind, sollten wir da nicht weitergehen. Ich weiß gar nicht, was die da machen. Die reden so komisches Zeug. Die kommen nicht vorwärts. Dann sag doch mal ein Machtwort und dann bist du unser Anführer.